Liebe Helvetia, wir danken dir für deine Einladung zu deinem 732. Geburtstag. Es ist uns eine große Ehre und Freude, als Vertreter der jungen Generation an deinem Fest dabei zu sein. In den letzten 732 Jahren ist so einiges passiert. Aus vielen kleinen Orten wurde ein Bundesstaat, aus Armut wurde Reichtum, so dass wir heute gar zu den reichsten Ländern der Welt gehören. Wir Bürgerinnen und Bürger können selbstbestimmt demokratisch über unsere Zukunft an der Urne entscheiden und vor allem sind wir frei, zumindest freier als anderswo. Was meinst du mit freier als anderswo? Wir leben in Freiheit und in Sicherheit. Wir haben seit langer Zeit keine kriegerischen Auseinandersetzungen mehr. Dies auch wegen der Neutralität. Helvetia hat aber immer mehr falsche Freunde. Sie sind heute zum Glück nicht hier. Hier sind eben nur die Echten. Diese falschen Freunde von Helvetia, sie wollen sie dazu drängen, mit der Neutralität Schluss zu machen. Stattdessen sollte sie sich mit einem bärtigen Schauspieler, einem senilen Amerikaner und dem Brüsseler Bürokratiemonster zusammentun. Dies sei, so sagen sie, das moderne Europa und der zielführende Weg für Freiheit, Sicherheit und Wohlstand. Diese sogenannten Freunde wollen uns dazu zwingen, dass wir in Zukunft nicht mehr selbst über uns entscheiden können. Nein, das soll zukünftig diese kleine Herrscherelite für uns tun. Da hast du recht. Man treibt uns in die NATO und wir sollen mit anderen Mächten den Krieg üben. Gerade weil Helvetia doch immer neutral war, konnte sie vor allem den Schwächsten helfen. Schließlich erfuhren unsere Vorfahren, was es bedeutet, gegen eigene Brüder auf fremden Schlachtfeldern zu kämpfen. Wir wollen nicht für Großmächte in den Krieg ziehen, sondern Frieden stiften. Aber wir wollen unsere Freiheit im Notfall auch mit der Waffe verteidigen, so wie es Wilhelm Tell und die Eidgenossenschaft schon getan haben. Diese Neutralitätsabschaffer haben vor allem ein Ziel: mitzuspielen auf dem großen Parkett der Großmächte. Sie vergessen dabei aber, dass sie mit der Sicherheit und Freiheit von uns Bürgerinnen und Bürgern spielen. Wir dürfen uns nicht von süßen Versuchungen verleiten lassen, wie Solidarität und Gemeinschaft. Schließlich wissen wir nicht, wer in 20 Jahren unser Feind sein wird. Deshalb ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Helvetia gerüstet ist für den Ernstfall und sicher nicht in fremde Hände oder sie fremde Händel einlässt. Weil wir Sorge tragen müssen um unsere Helvetia, möchten wir dir, liebe Helvetia, zu deinem Geburtstag einige Geschenke überreichen. Ein Sackmesser für die Wehrhaftigkeit, damit wir uns auch in Zukunft selber verteidigen können. Ein Pack Pflästerli für deine verwundeten offenen Grenzen. Eine Tischglocke, damit du im Parlament energisch einschreiten kannst, wenn Schweizer Interessen verscherbelt werden. Ein Ticket fürs Jungfrau Joch, damit du auf dem Top of Europe die Weitsicht und die Weltoffenheit der Schweiz genießen kannst. Die Visitenkarte von einem guten Genfer Hotel, falls du doch wieder einmal eine neutrale Friedenskonferenz veranstalten möchtest. Das ist gut.
Und zuletzt schenken wir dir eine lebenslange Mitgliedschaft bei der Pro Schweiz. Auf Pro Schweiz kannst du stets zählen. Wir möchten dir aber auch uns schenken. Liebe Eidgenossenschaft, an deinem Geburtstag möchten wir dir schwören, dass wir Jungen zu dir Sorge tragen werden, dass wir weiterhin in Frieden, Freiheit und Sicherheit leben können. Dafür werden wir uns einsetzen und das versprechen wir euch allen. So wie es 1291 die Eidgenossen und Gründerväter der Schweiz taten, so schwören wir auch dies im 2023.